Wir müssen hoch. Yuffie meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helf euch. Also, Yuffie hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Seht ihr? Von da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Hochspannung steht da. Wer versucht, darauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr? Ach, richtig. Ich erzähle euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Piepen. Hab's eilig. Sorry. Oh. Es tut uns echt leid. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Okay, versprochen? Hier. Kennst du nicht? So, so, so geht das. Ah, verstehe. Super. Und wie geht's weiter? Finny wird einen von euch nach oben bringen. Und zwar mit einem Riesensprung. Na, wer von euch will es probieren? Dein Metier, Alleskönner. Ah, schon gut. Okay, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Und damit würde ich sagen, willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. So. Also wir letztes Mal alles abgegrast haben, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Graslanden und in Junon, machen wir jetzt in Unter-Junon weiter mit der Main-Quest und der Delfin wird uns nach oben hieven. Nach oben begeben. Du wirst für eine Weile nicht nach Unter-Junon zurückkehren können. Das ist okay. Wir haben ja alles erledigt. Also von daher, let's go. Mal sehen, ob das klappt. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel. Aber naja, es ist ja nicht immer so, dass alles irgendwie schief geht. Das da hinten mit den Pfeilen, das sieht aus wie ein Minispiel mit dem Delfin. Wahrscheinlich muss man dann irgendwie durchschwimmen oder so. Oh nein, ich hab's gewusst. Stoße die Bälle auf dem Wasser weg. Denn das steigert Finnys Laune und sein Tempo beträchtlich. Und schnell müsst ihr sein, wenn ihr die Sprungzone und den Kran erreichen wollt. Durch Kurven geht das mit Driften ohne Geschwindigkeitsverlust. Hüte dich außerdem vor jeglichen Hindernissen, da sie Finny bei einer Kollision verlangsamen. Nach links, rechts bewegen mit dem linken Stick und driften mit R2. Okay, versuchen wir das mal. Cloud, viel Glück! Oh Gott. Nö. Oh shit. Perfekt. Oh Gott. Nochmal Dreieck drücken. Geschafft. Oh Gott. Ich hab gedacht, ich verkack's. So Reaktionssachen oder Quicktime-Events. Ey, nee, Mann.
Okay, jetzt müssen wir wieder Kranwart spielen. Boot wird heruntergelassen. Das ist entspannte Jazzmusik. Richtig geil. Gut, dann alle Mann an Bord. Captain Finny wird euch bis zum Schiff ziehen. Ich hoffe doch schwer, das Ding saft nicht ab. Gemacht. Einfach eher den rechten Stick nach oben drücken und der Kran läuft. Aus McCloud, der muss ja auch nach oben. Wir treffen uns oben. Könnt ihr denn von oben runterschicken? Da ist er ja. Rufus, Shinra und Heidegger. Denen werden wir noch gehörig das Maul stopfen. Aber wenn ich Final Fantasy VII nochmal richtig im Kopf habe, dürfte jetzt die Parade kommen. Zu Ehren von Rufus, Shinra. Was bedeutet, wir müssen uns jetzt ein paar Klamotten der Wachen schnappen. Da ist er ja. Und dann mitmachen. Gehen wir. Und in Formation bleiben. Das war damals schon im Original so ein... Ja, ich sag mal, kleines verzweigtes Minispiel. Mal gucken, wie sie das hier ins Spiel eingebaut haben. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt sind wir in der Junon-Festung. Mal sehen. Ich werde mein Bestes bei der Parade geben. Jo, ich auch. Dass die nichts sagen, wenn wir hier langlaufen, das ist schon irgendwie strange. Wir sind gesuchte Verbrecher. Auf uns ist ein Kopfgeld ausgesetzt, wie wir ja schon erfahren haben.
Nicht so stark bewacht wie erwartet. Kümmern sich wohl um die Parade. Sind denen anscheinend nicht mehr wichtig genug, wie? Was sehr viel besser für uns ist, nicht? Die Stadt ist riesig. Wird schwierig, die Schwarzkoten hier zu finden. Also hier sind sie nicht. Gehen wir runter. Ja, okay, das heißt, die ignorieren uns. Für die Ehre. Hey Cloud, was ist das? Die Highwind. Das schnellste und modernste Luftschiff der Welt. Shinra hat viel in seine Fertigstellung gesteckt. Warum schnappen wir es uns dann nicht? Kleiner Spoiler, das werden wir. Sehr fähigen Piloten gesteuert werden. Und eine Crew braucht es auch. Schade. Wäre nett gewesen. Lasst uns lieber nach einem Boot suchen. Wie die Highwind hier aussieht in dem Spiel. Richtig geil. Ja, einen fähigen Piloten. Ich kenne da so einen. Der nennt sich Sid. Und damit werden wir mit der Highwind nämlich die Möglichkeit haben, von Ort zu Ort zu reisen. Über die komplette Weltkarte. Wo ist ich denn lang? Wieso? Können wir hier einfach so lang schlendern? Die ignorieren uns wirklich. Das ist so gut. Das Wort hat alles überhaupt keinen Sinn. Sich nicht was noch weiter nähern. So. Im abgesperrten Bereich werden die wahrscheinlich dann sitzen, nehme ich mal stark an. Mach mal ein bisschen Unordnung. Moment. Also wer auch immer die Stühle passend hingestellt hat, der hat keine Ahnung, wie sowas so wirklich geht. Hier, guck dir dieses Chaos mal an. Das können die doch nicht ernst meinen. Das können die Rufus Shinra doch nicht irgendwie anbieten. Okay, so wie es aussieht, muss ich wieder nach unten. Aber wohin? Nach unten. Haben wir von hier. Irgendwie runter, aber wie? Ist eine Treppe, ein Leiter oder sonst irgendwas, was mich runterbringt? Bin ja ein bisschen verwirrt. Ich habe das erste Mal Direktor Shinra live gesehen. Ich bin so ein Fanboy. Irgendwie check ich's nicht. Er schickt mich hoch. Zum Ruhme Junons werde ich die Zeremonie zu verfolgen. Aber wie geht's hier weiter? Ich darf ja nicht nach vorne und ich darf nicht nach hinten. Ich bin hier irgendwo ein bisschen gecapped. Gleich fangen die Proben an. Geht's hier runter? Vielleicht? Gut so. Wir müssen noch das Treffen vom Direktor mit der Infanterie vorbereiten. Da gibt's nichts mehr. Mir wird ganz flau im Magen, wenn ich daran denke. Ja, aber wo? Hä? Achtung, 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 Achtung. Ich check nicht, was das Spiel von mir will. Ja, hier. In der unteren Ebene geht's nicht weiter. Oder geht's noch weiter runter? Ich werde das mal kurz offscreen suchen. Ich check's halt einfach nicht. Okay, die Wache. Ich muss mit der Wache quatschen. Sagte, mit dem Aufzug geht das runter in die Stadt. Also hier. War ich eben doch hier richtig. Oh boy. Ab nach unten. Also, geht doch.
Nein, nicht nötig. Lasst sie ruhig. Herein. Verzeihung. Ein Bote aus Wutai möchte Sie sprechen. Gouverneur Saruf schickt ihn. Ach. Er nannte sich Oberst Glenn Lodbrok, Herr Direktor. Na gut. Doch noch am Leben, ja? Eigentlich bin ich mausetot. Kommen wir gleich zum Punkt, Herr Direktor. Ich gehe davon aus, dass du die großen Pläne deines Vaters und unseres Gouverneurs weiterführen wirst. Das habe ich vor. Dann bin ich ja beruhigt. Immerhin haben wir einen Krieg anzuzetteln, vergiss das nicht. Wie du weißt, ist die Stimmung zwischen Shinra und Wutai überaus angespannt. Beide Seiten wollen die Magnus-Materia. Darüber bin ich im Bilde. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mein Vater ist nicht mehr. Und ich habe eine neue Vision. Immer noch der freche Bengel von damals, der stets seinen Kopf durchsetzen will. Sag bloß, du glaubst auch immer noch das Märchen vom verheißenen Land. Eine unerschöpfliche Gier. Ihr Shinras habt nichts als Marco im Kopf. Damit fällt dir das Todesurteil. Für unseren Planeten. Ein Krieg bringt den Menschen Wut, Leid und Hass. Doch auch eine bisher ungekannte Einigkeit. Stürzt die Welt ins Chaos, hat der Planet die Chance, wieder aufzuleben. Der Planet will es so. Wir müssen ihn an den Rand der Zerstörung bringen. Da muss ich... Das Ganze war eure Idee. Also ziehen wir es auch durch. Spiel mir bloß nicht den Unschuldsengel. Gemeinsam sorgen wir für Gerechtigkeit. Ah, fast hätte ich's vergessen. Die Nachricht von Gouverneur Saruf. Meine herzlichsten Glückwünsche zur Ernennung zum Direktor. Shinra ist in guten Händen. Also anscheinend kann der den anderen Dude irgendwie nicht gut riechen. Naja. Was da vorgefallen ist, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es neu hinzuaddiert wurde zur Remake-Trilogie, aber... Hier wird gerade Fracht verladen. Also bitte Abstand halten. Die Parade findet unten statt. Danke für die Info, lieber Gardist. Und du solltest... doch nicht weiter nähern. Schaut euch genau die Etikettierung an. Verlaufen? Die Stadt befindet sich unten. Der Aufzug bringt einen schnell hin.
Habt ihr doch sonst irgendwas? Eine Kiste oder so? Eine Waffe vielleicht? Wie gesagt, ich will alles absuchen. Nichts, dass ich was übersehe. Man weiß ja nicht, ob nicht irgendwo irgendwas versteckt ist, ne? Ihr kennt das Spiel ja. Die Entwickler verstecken ja manchmal Sachen gerne in irgendwelchen Ecken. Hier kann man nämlich hoch. Okay, hier ist nix. Da ist eine Kiste, aber die ist gelb. Lila wäre mir lieber, aber ich kann mir die Farbe in diesem Spiel nicht aussuchen. Das geht nicht. Leider. Ich hätte es ja gerne auch anders. Aber, wie sagt nein. Also von daher, weiter im Text. Guck nochmal, hier in die Ecken. Kann ja nur bis zu einem gewissen Grad laufen, ansonsten schickt mich das Spiel prompt wieder zurück, aber kloppen eh mal wieder auf die Dinger. Na gut, ich glaube, das war's. Wir müssen höchstwahrscheinlich wieder mit dem Aufzug fahren. Was hier ist? Hier ist nichts. Da hinten ist der Aufzug. Wir sehen wie die Einzige, die diesen Aufzug nutzen. Alle anderen laufen irgendwie und schleppen irgendwelches Zeug. Der Aufzug hier führt über Unterjunon bis zum Unterwasserreaktor. Ohne Erlaubnis kommt hier niemand rein. Okay. Die Erlaubnis werde ich mir noch holen, weil zum Unterwasserreaktor müssen wir auf jeden Fall auch. Das ist Teil der Story. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wie gesagt, Final Fantasy VII, das Original. Das Spiel auf der PlayStation 1 ist schon ein bisschen her bei mir. Deswegen, ich habe nicht mehr alles so ganz parat. Aber wir fahren jetzt mit dem Aufzug weiter nach unten. Was weißt du über Junon, Cloud? Junon ist eine Militärstadt mit einem Unterwasserreaktor. Sie dient vor allem der Abwehr von Angriffen übers Meer. Wenn es sein muss, kann sie sich in eine Festung verwandeln. Außerdem ist sie ein Drehkreuz für den Luft- und Wasserverkehr. Das macht sie für Shinra zur wichtigsten Stadt nach Midgar. Ach ja? Sag mal, kennst du vielleicht irgendwelche Restaurants oder Sehenswürdigkeiten? Damit kenne ich mich nicht aus. Verstehe. Mal wieder typisch. Aeris, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Sightseeing ist nicht. Das weiß ich doch. Ah, guck mal, dort. Alle Mann hergehört. Wir, die sind der Infanterie Midgars, werden uns die Ehrenauszeichnung des Direktors holen. Wir haben lange und ausdauernd an unserer Formation gearbeitet und werden unsere Stadt stolz machen. Jawohl! Gardisten, bis zur Parade habt ihr Freigang. Aber nutzt die Zeit auch, um die Formation nochmal zu üben. Ja! Ja, das kommt auch auf uns zu. Das wird spaßig. Gut, gleich sind wir da und können aussteigen. Gucken wir mal. Die scheinen alle an der Parade teilzunehmen. Aber klar doch. Und sich beim Direktor einschleimen. Ich habe bisher ja nichts gesagt, aber es muss aus. Was denn? Rufus läuft direkt vor unserer Nase rum. Das können wir doch unmöglich ignorieren, oder? Ah. Müssen ihn ja nicht gleich abmurksen, aber ein paar Takte sagen und ihn dabei ein wenig verklappen. Ich stimme halb zu. Haben die Turks nicht behauptet, man würde uns nicht mehr verfolgen? Aber trotzdem ist der Typ auf dem Motorrad aufgetaucht. Die sollen sich mal entscheiden. Ganz deiner Meinung. Nur, ob wir so einfach an den Direktor rankommen? Es gibt einen Weg. Hä? Wir stürmen die Parade. Nein. Bei der Zeremonie wimmelt es nur so von Wachen. Gegen die alle haben selbst wir keine Chance. Wir geben uns als Gardisten aus und infiltrieren die Parade. Dadurch kommen wir unbemerkt in Rufus Nähe. Im Ernst? Na klar. Super Idee, Cloud! Gar nicht schlecht.
Barrett und Red, checkt die Position der Wachen und findet einen Weg zum Hafen. Und sucht auch nach den Schwarzkunden. Wieso wir? Ihr passt in keine Gardistenuniform. Klingt vernünftig. Schnauze. Bis später dann. Ich suche mir erstmal eine Uniform. Hä? Warte, wir kommen mit. Genau, dann los. Hier lang. Hm. Oh, ich war noch stumm. So, jetzt haben wir uns aufgeteilt. Also, im Original, Barrett und Red 13 gehen dann erstmal und Cloud wird an der Parade teilnehmen. Er braucht seine alte Ausrüstung. Er war ja in Final Fantasy 7 Reunion als Soldat unterwegs, also als ganz normaler Fußsoldat. Na, sollen wir? Halt! Ab hier, 3 Schritte Abstand, bitte. Wann ist nicht? Ziehe eine Gardistenuniform an. So, hier gibt's die im Kleinen. Hier ist auch eine Kiste. Überlebensweste. Interessantes Item. Wo ist sonst noch was? Naja, Gott. Darf mich im Spiel nicht umsehen. Auf keinen Fall. Ist verboten. So, da ist die Gardistenausrüstung. Ist lange her. Oh ja. Nur noch wie welche benehmen, sonst fliegen wir schnell auf. Macht mir einfach alles nach. Oh, Cloud kennt sich ja aus. Halt! Ihr drei. Ihr wart gar nicht bei der Übung vorhin. Wollt ihr mir etwa sagen, dass ihr verschlafen habt? Bitte um Verzeihung! Bitte um Verzeihung! Ist das etwa alles? Bitte um Verzeihung? Habt ihr eigentlich den Hauch einer Ahnung, wie wichtig diese Parade ist? Bewegt eure Hinter da rein! Und wehe, die Oberkommandantin ist nicht zufrieden! Ich schwöre euch... Ein falscher Schritt und ich mach Behemoth-Futter aus euch! Was jetzt? Die Routine kenne ich auswendig. Macht mir alles nach. Ob das gut geht? Was gibt's da zu tuscheln? Oh. Los, rein mit euch! Sir! Formation! So, so. Ihr habt also das Training geschwänzt. Ihr müsst euch eurer Sache ja sehr sicher sein. Finden wir es raus. Kommt, zeigt doch mal, was ihr könnt. Aber ich warne euch. Ein falscher Schritt und ich stopf dem nächstbesten Morbol das Maul mit euch. Kapiert? Oh,
So, jetzt kommt die Übung. Drücke die angezeigten Tasten, wenn die Rhythmuslinie mit der Eingabemarkierung überlappt. Okay, so funktioniert das hier in dem Spiel. Je genauer du dabei vorgehst, desto stärker überträgt sich Clouds Leidenschaft auf seine Untergebenen, was die Qualität der Darbietung steigert. Erste Eingabe, rotes Viereck drücken. Gelbes Fünfeck wiederholt drücken. Blaues Sechseck gedrückt halten. Okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. Dann leg mal los! Okay. Ah, das ging besser. Ein bisschen gepennt. Ich habe kein einziges Mal schlecht. Zehnmal fantastisch. Das war sehr gut. Noch einmal üben? Nö, ich denke, das kriege ich hin. Formvollendete Bewegungen und Körperspannung. Das ist Perfektion. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Dürfte ich vorschlagen, ihn an die Spitze unseres Zugs zu stellen? Meinen Glückwunsch. Mit sofortiger Wirkung ernenne ich dich zum Kommandanten der 7. Infanterie. Du wirst ganz vorn stehen. Die gesamte Kompanie soll sich ein Beispiel an dir nehmen. Eine ehrenvolle Aufgabe, die große Verantwortung mit sich bringt. Der Sieg hängt von dir ab. Ma'am? Gut. Bevor die Parade beginnt, müsst ihr noch die Gardisten der Kompanie zusammensuchen. Also, die Einheiten sind in der Stadt verstreut. Und ihr müsst mindestens 5 von ihnen finden. Ihr wisst, jeder Gardist trägt das Abzeichen seiner Kompanie am Arm. Sind alle beisammen? Begebt euch auf direktem Weg zum Paradeplatz. Und keine weiteren Verspätungen mehr. Ist das klar? Dann weggetreten. Ma'am. Ma'am. Okay. Als Kommandant der Paradekompanie ist es deine Aufgabe, die in der Stadt verstreuten Einheiten der 7. Infanterie aufzulesen. Sobald du die nötigen 5 Einheiten beisammen hast, kannst du mit L2 die Formation ändern, um deinen Trupp auf den großen Auftritt vorzubereiten. Welche Formation du wählen kannst, hängt davon ab, welche Einheiten du gefunden hast. Verstehe, okay. Ja, dann wollen wir mal die Einheiten suchen. Mal gucken, wo die sind. Ja, das muss man im Original auch. Man muss ja mit den Gardisten quatschen und dann kann man die dazu auffordern, mitzukommen. Glaubst du echt, dass wir mit der Parade nahe genug an Rufus herankommen? Nein, aber während der Verleihung der Auszeichnung. Die wird nämlich vom Direktor der Firma persönlich überreicht. Verstehe. Das ist ganz schön riskant, oder? Wenn schon, denn schon. Nicht wahr, Cloud? Ich glaube, das wird schon irgendwie schief gehen. Die 7. Infanterie, Einheiten suchen, 0 von 10. Okay, let's go. Dann wollen
wollen wir unsere Leute mal einberufen. Genau. Die 7. Infanterie Midgards. Die mit dem Abzeichen hier, richtig? Kommt. Okay, dann wollen wir mal. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Wir sind ja neu hier. Wir wissen ja noch gar nicht, was abgeht. Jedes Jahr sehen wir uns die... Papa! Das ist sie! Hey! Merkst du nicht, dass du störst? Das ist unser Kommandant. Hä? Huh, bitte um Verzeihung! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Gut, das hätten wir geschafft. Autorität durch den Helm, der ein bisschen rot hat. Nicht weiß, wie die anderen Lappen. Haben wir eine Kiste hier oder irgendwas? Verstreute Einheiten, ja, ja. Mit doch nur umsehen, mein Gott. Mit ihm hier? Dem kann ich nicht quatschen. Ich kann auch leider in keine Geschäfte... Das kommt wahrscheinlich erst später. Also, beziehungsweise es kommt später. So, da sind die Nächsten. Und? Moin! Oh, das nenne ich Timing. Dürfte ich Sie wohl bitten, ein Foto zu schießen? Einfach draufdrücken! Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Jawohl! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die wollen mit dem Papa-Stellfoto von Rufus Shinran ein Foto machen, Alter. Was ist das für Pappnasen? Gott, ist das geil. Hier sind die Shops. Kann ich trotzdem einkaufen, obwohl ich was anderes zu tun habe? Herr Kommandant, wie wär's mit einer neuen Waffe? Gib mir alles. Barbarenarmreif. Boah, Junge. Da hab ich schon Besseres gesehen, ey. Neue Waffen hat er nämlich gar nicht. Schade. Herr Kommandant, ich schwinge mein Fähnchen für Sie. Wahnsinn. Tun Sie das. Oh, wait a second. Hier ist noch ein Laden. Da sind noch welche. Sicher auch eine Menge Menschen aus Midgard zusehen. Was gibt's denn? Den Helm kenne ich doch. Leute, das ist unser Kommandant! Salutiert! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Wie die alle wegmarschieren, das ist so geil einfach nur. Gut, wir wissen, was der hier verkauft. Hast du vielleicht Kartendecks? Gar nichts hat sie. Davon ganz schön viel. Es war alles zufriedenstellend. Ah, geht so. Da sind die eine Menge. So. Drei haben wir. Vielleicht sind welche hier drin. Da unten lungern welche rum. Herr Kommandant? Haben Sie Ihre Vorbereitungen für die Parade schon abgeschlossen? Noch nicht. Bin noch dabei. Suche noch nach geeigneten Kanonenfutter. So. Haben Sie etwas Interessantes gefunden? Zeigen Sie mal her! Im Anschluss wird er in einer Rede die What the fuck? Lauf mir nicht hinterher. Was ist denn da los? Einheiten suchen, 3 von 10. Aha, da lungern die rum. Wenn dieser Einsatz hier vorbei ist, werde... Was ist? Siehst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Sein Helm! Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, Kommandant. Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Jawohl!
Eine Einheit hat sich der Gruppe angeschlossen. 4 von 10. Okay, jetzt haben wir die anderen auch gefunden. Jetzt haben wir 4 von 10. Ich frage mich, wo die anderen 6 sein sollen. Rufus sieht richtig verdammt gut aus. Hey, seht mal! Da ist Root. Oh, sehr verdächtig. Zum ersten Mal hier? Wer hier trinken will, muss seinen Helm abnehmen. So steht es in den Regeln. Also? Könnte es sein, dass ihr etwa keine Glatzen habt? Moment! Dieser Mann ist unser Kommandant! Sir, in dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Eure Pause ist vorbei. Alle nach draußen. Sir, verstanden! Der Club der Glatzen. Ihr darf die Kopfhaut, was? Frei. Wir haben es abgeschlossen, da steht 5 von 10. Stoßen wir nach unserem Sieg zusammen an. Zum Wohl! Okay, anscheinend haben wir es geschafft. Gut. Das heißt, wir sind jetzt bereit, die Parade starten zu lassen, Leute. Ab geht's. Wir werden Rufus Shinra Ruhm und Ehre bringen. Was für ein Kram. Dem Arschgesicht. So, Männer. Where my man? Oh, my man. Wir sagen, wir sind bereit. Die 7. Infanterie Midgars meldet sich zum Dienst. Diesmal nicht verschlafen, was? Die Parade beginnt in Kürze. Ich hoffe, du bist bereit. Ich möchte die Formation ändern. Ich möchte noch etwas üben. Wo finde ich noch mehr Gardisten? Schwierigkeitsgrad 3, 1, 1. Ich hab fast nur Sturmgardisten? Okay. Let's go, versuchen wir es einfach mal. Wir versuchen jetzt unser Glück. Sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb dürfen wir Midgar, dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen. Scheitern kommt nicht in Frage. Und das werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf und seid guten Mutes.
Nicht wahr, Sir? Ja. Sag doch noch was. Vertraut mir. Wir werden den Sieg davontragen und mit ihm die Ehrenauszeichnung. Das ist heute unser erklärtes Ziel. Jawohl! Niemand kann uns schlagen. Jawohl! Holen wir uns den Sieg. Jawohl! Kommandant, es wird Zeit. Auf nach Nordjunon. Sicher. Ich glaube, da war Cloud ein bisschen übermütig. Was war denn das gerade? Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber, Sir. Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir, es ist an der Zeit. Hier in Nordjunon. Schauen Sie nur! Begeisterte Gesichter! Einfach überall! Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Und hier kommt die Motorradstaffel! Atemberaubend! Perfektion auf 2 Rädern! Auf den wir alle gewartet haben. Shinras frischgebackener Direktor. Die Menge tobt. Nanu? Was passiert jetzt? Abschuss bereit, Sir. Gut. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Das war unglaublich. Aber das kann doch nicht sein. Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone. Gleich die letzte Kompanie. Begrüßen Sie mit mir die 7. Infanterie Midgars. Der Kommandant der Kompanie wirkte sehr überzeugt. Sie wollen die Ehrenauszeichnung des Direktors für alle, die gerade in Midgar zuschauen. Und nun erwarten wir ganz gespannt Ihre Darbietung. Richten Sie Ihre Augen auf die 7. Infanterie Midgars. Links! Um! Formation! Darbietung. Los!
Das ist unfassbar schlecht. Ich sehe da einiges an Potenzial. Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe. Da ist ich auch verkackt. Der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? 17.507. Okay. Oh shit. Ich hab gerade ein bisschen gepennt bei manchen Aktionen. Dieses Ergebnis lässt wirklich hoffen. Kompanie! Halt! Erste Darbietung! Los! Man fühlt doch noch eine gewisse Formation! Schieber! Los! Ich kann wirklich keine Fehler entdecken. Sie sahen soeben die zweite Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Sie haben es ohne große Zwischenfälle geschafft. Auf dieser Leistung kann man sicher aufbauen. Gar nicht schlecht. So könnten sie am Ende groß rauskommen. Darbietung. Los! Das sieht gut aus. Ich traue mich kaum zu blinzeln. Einwandfrei aufeinander abgestimmt. Zweite Darbietung. Los! Knackig und zackig. So soll's sein. Leichtfüßige Bewegungen. Ganz und gar fantastisch. Und damit haben wir alle Darbietungen des heutigen Tages besiegt. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Hören Sie sich das an! Ganz Junon ist aus dem Häuschen! Das Publikum lässt die 7. Infanterie Midgars hochleben. An diese einmalige Darbietung wird man sich hier bei Shinra noch sehr lange erinnern. Und nun kommen wir zur Verleihung der Ehrenauszeichnung. Was sagt der Direktor? Bleiben Sie dran! Nein, kein Problem. Sie haben uns nicht bemerkt. Ich werde etwas mit Ihnen plaudern. Kümmer du dich um die Schwarzkotten. Verstanden, Sir.
Die Pause ist um. Ihr verfolgt die Schwarzkutten. Alle mal hergehört! Dank eures tapferen Einsatzes war diese Parade ein voller Erfolg! Man hat förmlich gespürt, dass euer Herz für Shinra brennt. Davon konnte sich unser neuer Direktor überzeugen. Ich freue mich, die Sieger hier zu uns aufs Podest zu holen. Jede Darbietung war herausragend. Doch am Ende kann nur eine Kompanie die beste sein. Der Preis für die gelungenste Darbietung geht an... die überragende Motorradstaffel! Wir wollen die Ehrenauszeichnung. Wieso? Herr Oberkommandant! Okay! Es folgt die Ehrenauszeichnung des Direktors. Ich übergebe das Wort. Bitte, Sir. Die Firma verdankt meinem Vater viel. Er war es, der Shinra von einem einfachen Waffenhersteller zum Weltkonzern hat aufsteigen lassen. Ohne ihn hätten wir niemals so sehr vom Marco profitieren können. Wir alle verdanken ihm viel. Gedenken wir seiner daher zuerst. Die Welt verfolgt gespannt das heutige Geschehen. Sicher fragen sich einige, ob denn so ein Jungspund wie ich wohl einen geeigneten Nachfolger abgibt. Doch, ich schwöre bei meiner Ehre, Shinras Glanz ist gemacht für die Ewigkeit. Wir stehen heute vor vielen großen Herausforderungen. Die Welt ist im Umbruch. Mutig schreiten wir voran und schließen damit endgültig mit der Vergangenheit ab. Den ersten Schritt tun wir heute. Nur ich kenne den Weg. Ich möchte, dass ihr mir folgt. Denn ich führe euch ins verheißene Land. Für dieses Ziel bin ich bereit, alles zu geben. Ich bin mit Leib und Seele Shinra verschrieben. Und ihr ebenso. Ich weiß, ihr seid bereit für eine neue Weltordnung. Wir zur Ehrenauszeichnung. Sie geht an die 7. Infanterie Midgars. Als Vertreter eurer ganzen Kompanie bitte ich euch drei nach oben. Das ist ein Befehl.
kommen zu ihm nach vorne. Achtung! Eure Darbietung hatte etwas wirklich Außergewöhnliches an sich. Die Ehrenauszeichnung geht verdient an die 7. Infanterie Midgards. Glückwunsch! Und da stehen sie nun. Mit Stolz verdienen sie die Waffe. Ich möchte etwas mit den Dreien besprechen. Beende die Übertragung. Sir! Los! Bewegt euch gefälligst! Dass sie durchlaufen haben und dass es sich am Ende ausgezahlt hat? Was ist denn jetzt los? Sorry, ich muss hier mal durch. Warte, dort. Hey, hey, was wird das denn? Bei einem festlichen Anlass wie diesem braucht es doch keinen Helm, oder? Cloud Strife. Ich muss sagen, großartiger Auftritt. Aber das war ja zu erwarten. Ihr seid doch... Zurück! Aber Sir, das... Cloud Strife. Ich habe in deinen Akten gestöbert. Ziemlich interessanten Lebenslauf hast du. Gefällt mir. Deswegen schlage ich dir hiermit einen Handel vor. Für mich hat der Wiederaufbau Midgars oberste Priorität. Wenn die Bevölkerung noch weiter leiden müsste, wäre das ein allzu großer Gesichtsverlust für Shinra. Um mich ganz darauf konzentrieren zu können, möchte ich mich aller anderen lästigen Pflichten weitgehend entledigen. Im Klartext? Mein Vater hat mir eine Vielzahl an Aufgaben hinterlassen. Zum Beispiel die Wiederbeschaffung einer gewissen Zetra. Die Bergung verschwundenen Forschungsmaterials. Sowie Avalanche endlich das Handwerk zu legen. Ich kann gar nicht sagen, wie lästig mir all das ist. Ich möchte mich nicht damit befassen müssen. Heißt das, dass ihr uns nicht mehr verfolgen werdet? Genau. Die Wut der aufgebrachten Bürger lässt sich allerdings nicht bändigen. Haltet euch daher lieber von Midgar fern. Werde ich nicht mehr gebraucht? Bei Shinra weht ein neuer Wind. Und was willst du? Sag schon. Dass ihr Sephiroth erledigt. Shinra hat dieses unsägliche Monster einst erschaffen. Es muss verschwinden. Aber es fehlt uns an Personal, um diese Kreatur endlich auszulöschen. Also, was sagt ihr? Einverstanden. Habt ihr bereits eine Spur? Wir folgen den Schwarzkutten. Ein guter Plan. Diese Schwarzkutten, sind sie... Sagen wir, sie sind Schatten von Sephiroth. Deswegen wollen sie auch alle zu ihm zurückkehren. Sagt jedenfalls Professor Hojo. Ja. Hier geht's nach oben. Okay, jetzt spielen wir mit Yuffie, aber wir sind schon bei 1:05. Es tut mir unglaublich leid, aber wir müssen jetzt hier leider Schluss machen, weil sonst geht das Ganze echt noch super lang. Aber die Cutscenes sind sehr geil gemacht, das sieht alles super hübsch aus. Junon sah noch nie geiler aus auf der PlayStation 5. Wahrscheinlich in der PC-Version noch besser, aber holy fuck,
Was zum Henker. Die Inszenierung ist grandios. Ich finde das hier alles super geil, auch wenn sich manche Charaktere da hinten zum Beispiel mit 5 Frames bewegen, aber gut. Ich glaube, kein Entwicklerstudio ist perfekt, auch wenn es ein AAA-Titel ist, der halt, wie gesagt, in der Deluxe Edition 109 Euro kostet. Aber ich sag mal so von dem, was mir hier geboten wird, bin ich super zufrieden. Es macht echt viel Spaß und es ist halt geil so, dass Original Final Fantasy VII nochmal so in einer aufgehübschten, geil inszenierten Version zu sehen. Es ist sehr geil. Also, ich bin jetzt schon hochbegeistert und wird auf jeden Fall einer meiner Top-Titel dieses Jahres werden, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir sind hier erstmal leider am Ende angekommen, aber ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit Final Fantasy VII Rebirth und dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal. Dann geht es hier weiter mit Yuffie und mal gucken, was noch passieren wird. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.